Aber was machst du hier? Arbeiten. Ist da mein Stauben oder was? Baustelle. Jawohl. Ganz locker. Was geht hier ab? Überall Pakete, Makete. Von Rokus eingeflogen. Guck mal, was hast du hier? Guck mal, sieht ein bisschen nach sehr verdächtig im Schnee aus. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. The Dragon Shenlong. Falls ihr nicht passt, müssen wir ihn so notieren, dieses Loch. Wo willst du ihn denn packen? Immer ins Loch rein. Rokus Lieblings-Dragonborn Nummer 4. Eine Ewigkeit später. So, ein Kindheitstraum geht hier gerade in Erfüllung, denn ich stehe hier in der Mitte zwischen den drei krassen Super Saiyajins. Also das habe ich mir niemals erträumt, dass das irgendwann mal wahr werden wird, aber jetzt ist es soweit. Son Goku steht jetzt auch hier neben Vegeta und Trunks. Lange ist es her, ich habe den ja schon mal im Lager ausgepackt, habe ich ja sogar schon ein Video hochgeladen. Und jetzt hatte ich endlich die Zeit, Kraft und Überwindung, den hier in mein Atelier zu holen. Und jetzt macht er sich hier richtig schick zwischen den anderen beiden. Die Figur ist auf jeden Fall mega riesig. Die ist einfach 2,60 Meter groß, also heftig. Jetzt halt auch wegen der hohen Base und auch weil Son Goku auf Zehenspitzen schwebt und so, macht den halt nochmal etwas riesiger. In echt ist er ja nicht 2,60 Meter groß, aber mit dem ganzen Schnickschnack und den Haaren noch dazu. Und die Statue wiegt auf jeden Fall auch wieder über 100 Kilo, ist handgefertigt und es gibt nur 50 Exemplare weltweit. Ich besitze die Nummer 32 von 50 Exemplaren, habe ungefähr 5.000 Euro für die Statue bezahlt und die Statue dadurch, dass es nur so wenige gibt, ist auch extrem im Preis gestiegen. Ich habe sie letztens auf eBay gesehen, da ist sie für 18.000 Dollar weggegangen, also mehr als das Dreifache, was die Statue gekostet hat, auf jeden Fall heftig. Aber bei so wenig Exemplaren, wenn jemand halt die unbedingt haben will, dann zahlt er auch dementsprechend. Aber auf jeden Fall ein stolzes Stück und ich bin auf jeden Fall mega stolz und froh, dass die jetzt hier in meiner Sammlung steht. Für dieses fette Unboxing würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und mir was Nettes in die Kommentare schreibt. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen, denn ich habe noch zwei krasse Lifestyle-Statuen im Lager. Einmal den Ultrans, den Goku und einmal den Lifestyle Kakashi. Da könnt ihr ja vielleicht sogar entscheiden, wer soll hier als nächstes hin? Soll ich den Goku holen oder soll ich diesmal mal eine Naruto-Figur holen? Dann bauen wir hier den Kakashi zusammen auf. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Peace, euer Xenos.